Willkommen bei Folge 3. Heute wollen wir die Vorder- und Rückseite von unserem Reichstag fertig bauen. Ich würde sagen, Blöcke in die Hand. Auf geht's! Heute für die Folge holen wir uns mal wieder ein paar schöne Steinblöcke raus. Davon die Stufen wie Treppen sind dabei. Dann ein paar polierte Blöcke, davon auch nochmal Treppen wie Stufen einmal rausholen. Und dann holen wir uns noch ein paar Andesitblöcke raus. Da brauchen wir aber nur die Treppen. Und dann holen wir uns wieder ein paar steinzige Mauern aus. Wir beginnen dann erstmal an den Seiten hier von unserem Haupteingang. Da nehmen wir einmal unsere Steinblöcke zur Hand und zeichnen uns erstmal einen kleinen Grundriss. Wir fangen hier gleich einmal von der Wand an. Da können wir gleich einmal einen ransetzen, einen nach vorne gehen und dann machen wir uns hier dran so ein Viereck von 4x4 auf jeder Seite. Das können wir synchron dann auch gleich noch auf der anderen Seite machen, dass wir einfach hier dran, zack, hier so, zack, so ein Vierer einmal ransetzen, der dann nach vorne natürlich nur einen übersteht und nach hinten zwei Blöcke. So, jede Seite 4 Blöcke und sobald wir das denn hier einmal geschafft haben, wollen wir das Ganze auch hochziehen. Das machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 20 Blöcke. Falls der eine oder andere jetzt keine Lust hat zu zählen, einmal bitte hier auf unsere Markierungsblöcke achten. Die sind, sage ich mal jetzt hier von der Stufe gesehen, 19 Blöcke groß. Setzen wir hier nur einen weiter rauf, der, sage ich mal, über unseren Block hier genau ist. Na, die Stufe wäre jetzt, sage ich mal, jetzt bei dem Block und dann einen einfach darüber setzen und dann habt ihr genau 20 Blöcke. Also für alle, die nicht zählen wollen, können wir das so machen. Sobald wir es geschafft haben, unsere zwei Steinsäulen hier auf 20 Blöcke hochzuziehen, wollen wir jetzt darauf eine Steintreppenschicht uns einmal langsetzen. Die können wir hier so einmal zack an den Seiten hier einmal ringsrum ziehen. Die Mitte kannst du gerne schon mal ausfüllen mit Steinblöcken. So, andere Seite machen wir es auch nochmal. Sobald wir dann auch das hier oben einmal mit den Treppen hier ringsrum gezogen haben, können wir darauf jetzt einmal zwei, ja, würde ich mal sagen, polierte Blockschichten uns hier einmal platzieren. Darauf setzen wir dann eine umgedrehte Treppenreihe, die, sag ich mal, sich hier überall einmal so aneckt. Darauf können wir dann eine normale Treppenreihe uns einmal so platzieren, die sich überall aneckt. Und darauf setzen wir dann nochmal eine Stufenreihe. So, dieses Muster können wir nochmal hier auf der anderen Säule uns einmal platzieren. Und sobald wir das denn haben, wollen wir jetzt diese beiden Säulen, die wir haben, miteinander verbinden. Wir nehmen nochmal unsere Steinblöcke. Und zwar zählen wir einfach hier von der letzten Blockschicht 1, 2, 3... Und einfach die letzten drei Schichten hier in der Mitte, die können wir einfach hier komplett einmal zur anderen Seite ziehen. Obwohl, jetzt habe ich es, glaube ich, irgendwie falsch gemacht. Wir machen das so, dass wir die erste Blockschicht in Ruhe lassen. Zack, und darunter dann die drei hinsetzen. Ich glaube, das ist besser. Und so können wir dann hier erstmal die Strebe einmal zuziehen. Und jetzt hier bei der letzten Blockschicht, da machen wir das so, dass wir hier uns Treppen platzieren. Und zwar, wir suchen am besten irgendwie, versuchen wir erstmal so ein bisschen die Mitte rauszufinden. Ich sage jetzt hier jetzt einmal die Mitte. Setzen wir da meine Treppen jeweils so hin, dass sie natürlich hier mit Rücken an Rücken zur Mitte gerichtet ist. Ne, das mache ich dann auf der anderen Seite genauso. Und ich sag mal, allein wenn ihr das jetzt ausprobiert, findet ihr ganz schnell die Mitte. So, das sieht man einfach, wie das denn am Ende verläuft. So, müssen wir mal kurz gucken. Sieht nicht ganz aus wie die Mitte. Ich würde mal sagen, Mitte ist hier. So, ja, wunderbar. Gleich die Mitte gefunden. Also das sieht man schon vom Blick her, wo die Mitte ist. Ja, das ist einfach so eine kleine Fassade, die wir hier hinten noch so machen. Das wollen wir auf der Vorderseite auch machen, nur dass wir hier einfach an den Seiten nur zwei Treppen so nach vorne setzen. Das reicht hier völlig aus. Andere Seite auch nochmal zwei. Und die Mitte können wir dann aushöhlen mit Steinblöcken. So, weil die Mitte wird man am Ende nicht sehen, wenn wir hier vorne noch was hinbauen. Wir wollen dann nochmal ein paar Treppen, sag ich mal, hier in unsere Säule noch reinbasteln. Da mache ich jetzt einfach eine Treppe umgedreht hier einmal so rein. Hier in der Ecke mache ich mal eine rein. Dann lasse ich so einen Block frei, setzen wir hier wieder eine rein. Einfach so eine kleine Fassade kann man sich hier so reinbasteln. Mache ich hier noch eine und hier noch eine, weil ich es kann. So, das mache ich dann nochmal auf der anderen Seite genauso, dass ich mir hier einfach nochmal zack, muss jetzt selber nochmal gucken, wie ich da habe. So, wunderbar. Einfach versuchen dann synchron sich das hier einfach zu machen. Und Vorderseite hat die auch nochmal zwei Treppen. So, wunderbar. Sobald wir das jetzt hier erstmal geschafft haben, sind wir damit durch und kommen jetzt, sag ich mal, zum vorderen Bereich. Wir nehmen wieder unsere Steinblöcke und können uns erstmal was vorzeichnen. Und zwar hier von unseren Säulen. Wir haben ja hier eine schöne Zweiermitte. Da ziehen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke nach vorne. Können wir dann hier, sag ich mal, zack, auf eine Zweierbreite an sich machen. Wir machen es gleich synchron auf der anderen Seite. Einfach hier in der Mitte 7 Blöcke nach vorne einmal. Zack, wunderbar. Und sobald wir es haben, wollen wir das jetzt, sag ich mal, auch so ein bisschen, sag ich mal, nach oben uns formen. Dann machen wir einfach die ersten zwei Blöcke, die wir hier haben, auf eine insgesamt Dreierhöhe. Und die letzten fünf Blöcke, die wir hier haben, machen wir einfach auf vier Blöcke. Also einen Block höher, als wir das jetzt so haben. Ne? Fünf Blöcke hier auf Viererhöhe, also jedoch fünf Blöcke hier auf einer Viererhöhe und zwei Blöcke hier auf einer Dreierhöhe. Sobald wir das denn hier ausgeführt haben, kommen wir jetzt mal zu unseren Steinstufen. Die wollen wir auf der Zweierfläche einmal hier platzieren und hier einmal auf der Rückseite. Das soll noch nicht gewesen sein. Wir fangen vorne hier einmal an, schlagen zwei Blöcke hier weg, einen da lassen, zwei weghauen. Das machen wir jetzt hier auf eine insgesamte Dreierhöhe. Können wir auch hier nochmal unsere Stufen einmal unten platzieren und die Treppen setzen wir jeweils hier oben einmal in die Ecken rein.
Sobald wir das hier auf der einen Seite geschafft haben, wollen wir es auch gleich nochmal auf der anderen Seite machen. Zuerst die Stufen. Erste Stufenreihe hier nochmal platzieren. Noch einmal hinten einmal ran. Und dann kommen wir hier unten. Lassen einen Block da, zwei weghauen, einen da lassen, wieder zwei weghauen. Auf eine Dreierhöhe machen wir das wieder. Und können uns da wieder, sag ich mal, damit befassen. Stufen unten hin und die Treppen einmal, ups, hier in die Ecken rein. Sobald wir das denn hier mit den Treppen geschafft haben, geht es jetzt einmal komplett an unsere Andesitblöcke und Treppen. Wir machen erstmal eine Treppenreihe hier vorne einfach mal ran. Und sobald wir die erste Treppenreihe uns hier platziert haben, geht das eigentlich so ein bisschen weiter mit so einem kleinen Muster. Das heißt, wir setzen dahinter noch eine weitere Treppenreihe. Dann kommt ein Block. Dann setzen wir wieder zwei weitere Treppenreihen. Und sobald wir die zwei weiteren Treppenreihen haben, machen wir dahinter noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Andesitblöcke hin. Die können wir dann auch hier zur anderen Seite einmal ziehen. So in etwa hier unsere ganzen Andesitblöcke, die können wir ruhig hier zur anderen Seite ziehen. Und danach müssen wir natürlich hier noch unsere, ups, nicht durcheinander kommen mit den Steintreppen. Das sieht doch ein bisschen ähnlich aus im Inventar. So, dann ziehen wir das hier einmal alles rüber. Und sobald wir uns das hier einmal so schön platziert haben, geht es jetzt wieder ran an unsere Steintreppen und Steinblöcke. Zuerst an die Steintreppen. Erinnert ihr euch noch an diese zwei Stufen, die wir hinten platziert haben? Davor setzen wir jetzt einfach mal solche Treppen hin, die sich miteinander einfach mal anecken. Und gehen jetzt einfach mal von diesen Treppen aus, einfach mal komplett zur anderen Seite. Da können wir auch zuerst lieber mal sicherheitshalber hier nochmal unsere vier Treppen mal miteinander so anschließen. Und jetzt nehmen wir mal unsere Steinblöcke und lassen immer zwei Blöcke Platz. Schlagen wieder zwei weg, da können wir auch gerne, sag ich mal, hier unsere Steinblöcke schon einmal so platzieren als Markierung. Wieder zwei Blöcke da lassen, wieder unseren vierer Steinklotz hinsetzen, zwei Blöcke Platz lassen, wieder so einen Markierungspunkt. Und da kriegen wir insgesamt, sag ich mal, viermal solche Flächen hin. Darauf können wir jetzt wieder einmal unsere Treppen so in Kreisform einmal anordnen. Und sobald wir da unsere Treppen einmal raufgesetzt haben, fliegen wir mal hinter unseren Treppen hin und lassen immer zwei Blöcke Platz. Können wir dann wieder so eine Treppe einfach mal hinsetzen, sag ich mal, jetzt aber nur zwei, die immer so, sag ich mal, aneinander Rücken an Rücken sind. Das machen wir hier auch wieder viermal hin. Und sobald wir es geschafft haben, nehmen wir jetzt mal unsere Steinblöcke und können hier an der Seite drei weitere Steinblöcke hinsetzen. Hinter den Treppen setzen wir immer wieder, ups, einfach mal zwei Steinblöcke hin. Und dazwischen lassen wir das halt immer halt zwei Blöcke frei. Nur an den Seiten kommen halt drei Blöcke hin. So, die können wir uns auf eine Höhe ziehen. Ja, ich würde mal sagen, das könnt ihr ruhig bis ganz nach oben machen, bis wir hier einmal anstoßen. Das macht nichts, das können wir ruhig einmal machen. Und sobald wir es dann geschafft haben, unsere Steinwände hier noch hochzuziehen, geht es jetzt weiter mit unseren Mauern. So, die wollen wir auf jetzt allen unseren Treppen, die wir jetzt hier einmal uns platziert haben, einmal platzieren. Und die machen wir, sag ich mal, halt hier so zu einem Vierer hin, dass wir hier so eine schicke Säule bekommen. Und diese Säule wollen wir auf eine Höhe ziehen. Da müssen wir jetzt auch nicht ziehen, da müssen wir einfach nur gucken. Und zwar ziehen wir uns das erstmal ein bisschen hoch. Und zwar nicht weiter, als wenn wir hier mal zur Seite gucken, hier wo unsere Treppen sind. Zack, zack, zack. Weiter ziehen wir das nicht. So hoch wie, sage ich mal, hier die Treppen sind, können wir mal so rüber gucken. So Linsen, jawohl, das passt. Höher ziehen wir uns nicht. Und dann können wir das hier alles einmal hochsetzen. Und natürlich brauchen wir das, sage ich mal, hier hinten an der Wand nur auf eine Zweierbreite machen. Also das müsst ihr hier hinten nicht auf eine Viererdicke machen. Das brauche ich hier definitiv nicht. Das reicht da völlig aus, denn nur mit zwei Mauern an der Wand. So, sobald wir dann natürlich jetzt alle unsere Säulen einmal uns platziert haben, schnappen wir nochmal unsere Steinstufen und wollen da uns schon so eine leichte Decke einmal reinziehen. Obwohl, wir können auch erstmal die Steinblöcke nehmen und das hier oben auch noch ein bisschen zumachen. Und zwar könnt ihr, würde ich mal sagen, über den Mauern einfach hier, zack, machen wir das hier auf den zwei, also machen wir das gleich hier so zu. So, mal nochmal überlegt. Ich glaube, wir machen das mal so, dass wir einfach nur hier oben eine weitere Blockreihe einfach uns mal setzen. Und jetzt hier einfach die Blockreihe noch so Platz lassen, ne? Einfach über unseren Mauern einfach. Genau, so können wir das machen. Dann starten wir mal unsere Steinstufen und können jetzt an dieser einen Blockreihe, die wir, sag ich mal, jetzt hier noch haben, nochmal eine Decke reinziehen. Die Stufen machen wir, sag ich mal, jetzt hier nur auf so eine Länge, dass wir, sag ich mal, jetzt hier nur die erste Mauer davon treffen. Und, sag ich mal, hier ringsrum, sag ich mal, noch so ein bisschen was Platz lassen. Ich ziehe uns erstmal das hier so ein bisschen vor, dann könnt ihr das, glaube ich, besser sehen. So ein bisschen in etwa, dass wir uns hier die Stufen einmal so lang ziehen, sag ich mal, dass wir, sag ich mal, ja, einfach die Stufen so hinsetzen, dass die jetzt, sag ich mal, hier über unsere Säule gehen und hier immer auf der Vorderseite immer nur die ersten Säulenhälfte, sag ich mal, bedeckt. Und dann können wir, sag ich mal, die Stufen auch nochmal hier bei unseren Eingängen einmal nach hinten ziehen, weil hier bei den Eingängen setzen wir ja später noch das Glas rein. Ich stelle mich auch gerne nochmal kurz hier einmal hin, dass man das sehen kann. Aber ist ja eigentlich recht übersichtlich. Ja, sobald wir es dann geschafft haben, können wir mal dieses ganze Blockmaterial wieder austauschen. Und zwar geht es jetzt weiter mit gemeißelten Steinziegelblöcke, die kennen wir ja, ne? Dann holen wir uns wieder ein paar Steinstufen raus, also diese Steinziegelstufen. Dann noch ein bisschen in hellgrauer Beton, dann auch ein paar Steinziegeltreppen, dann ein paar glatte Steinstufen. Davon bitte auch nochmal die Blockvariation.
Dann noch ein paar Bruchsteinblöcke, dann holen wir uns ein paar Steinstufen wieder raus und halt auch noch ein paar Steintreppen. So, zuallererst geht's erstmal an die gemeißelten Blöcke. Die wollen wir einmal jetzt verwenden, um sie, sag ich mal, auf unseren Säulen uns hier einmal zu platzieren. Und da seht ihr, warum wir das jetzt hier alles so schön freigelassen haben. Halt einfach für unsere gemeißelten Blöcke. Jetzt fällt mir gerade auf, jetzt habe ich hier natürlich auch so ein Viererloch freigelassen. Ist natürlich unnötig hier bei nur so einer Zweiersäule. Von daher kann ich hier hier vorne nochmal die Stufen einmal zumachen. So, ne, dass wir, sag ich mal, hier das alles so schön ausgefüllt haben. Ja, als nächstes geht es dann erstmal ran, dass wir unsere Steinstufen und Treppen einmal verbauen. Da machen wir eigentlich genau, wie wir das, sag ich mal, jetzt hier schon an der Seite so ein bisschen haben, unser Muster. Das heißt, wir setzen jetzt erstmal hier ringsrum einfach unsere, zack, 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 ups, Steinstufen. Obwohl halt, jetzt machen wir wieder zu viel. Und zwar müssen wir die, sag ich mal, hier vorne, sag ich mal, mit den Säulen vermixen. Also die können wir nicht einfach so darüber stehen lassen. Das lassen wir nur hier an der Seite einmal. Hier auf der Vorderseite lassen wir die so schön glatt. Jetzt wollen wir natürlich noch einmal unsere Steintreppen einmal rauf platzieren. Einfach hier an der Seite können wir die erstmal gerade langziehen. Und auf der Vorderseite setzen wir nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Treppen einmal so nach vorne. So. Die Mitte lassen wir ein bisschen frei. Da steht ja dann später unser Schriftzug drauf. So, hier lassen wir auch nochmal. Also, hier auf der Vorderseite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Treppen einfach hin. Nochmal kurz gucken. Jawohl, 7. In der Mitte können wir schon mal unseren Betoneimer setzen. Und oben an dem Beton nochmal eine Stufenreihe. So, jetzt kommen wir schon ans Eingemachte. Wir können gleich mal unseren Beton nehmen. Und zwar fangen wir dann einfach hier an der Seite an. Wir lassen, wie wir mal sagen, hier an der Seite zwei Blöcke erstmal so Platz. Dann können wir uns hier einmal unsere Reihe bis zur anderen Seite ziehen. Auch hier lassen wir einfach dann, so, hier von der Außenseite gesehen, zwei Blöcke Platz. Und so zieht sich das jetzt eigentlich die ganze Zeit, dass wir immer hier wieder zwei Blöcke Platz lassen, können uns das hier einmal rüberziehen zur anderen Seite, lassen auch wieder zwei Blöcke Platz. Und so machen wir das, bis wir oben ankommen und ganz oben lassen wir dann einfach nur noch vier Blöcke Platz. Sehen wir gleich, wenn wir hier oben sind. Zack, hier sind wir schon oben. Und dann lassen wir ganz oben halt einfach vier davon. So, jetzt kommen wir schon dazu, uns, sag ich mal, jetzt hier das alles raufzusetzen. Wir machen jetzt immer, sag ich mal, hier an der Seite einen Wechsel von Steinstufen und den Blöcken dazu. Am besten wäre es natürlich, wenn man erstmal hier nur eine Sache mal sich nach vorne zieht. Und da seht ihr schon, warum wir auch jetzt hier nur zwei Treppen hingemacht haben. Das andere wird ja komplett bedeckt von unserem Dach. Und dann können wir natürlich nach den Blöcken auch noch hier einfach mal die Stufen setzen. Bei den Stufen kannst du auch gerne gleich darunter, um dir die Arbeit zu sparen, wenn wir schon mal hier sind, auch noch eine weitere Stufe hinsetzen. Ne? Dann ist das Dach auch ein bisschen dicker hier. Wir lassen auch nicht jetzt dieses Dach auf diesem anderen Dach hier oder auf diesen Träger aufliegen. Ne? Das schneidet da perfekt glatt einfach ab. Sobald wir das dann hier haben, fehlt natürlich nur noch oben die Mitte. Da machen wir das eigentlich auch halt so einfach weiter. Ne? Kommen wir die Stufen hin und ganz oben in der Mitte machen wir einfach zwei Blöcke. So, jetzt müssen wir natürlich noch einmal nach hinten ziehen und da fällt uns auf, hier haben wir noch ein Loch. Von daher nehmen wir uns einfach mal unseren Beton und ziehen uns das hier einmal so lang. Wir können auch noch hier, zack, so eine Steinstufenreihe einfach hier noch so einmal platzieren. So, machen wir das schön zu. Wunderbar, fertig ist es hier. Noch legen wir aber nicht unsere Steinstufen aus der Hand. Wir fangen einfach mal in der Mitte an. Wir lassen hier einfach mal zwei Blöcke Platz, setzen an den Seiten immer unsere Stufen hin und können einfach zur Seite hier, zack, immer wieder einen Abstand von zwei Stufen lassen. Zack, zack. Wunderbar, dann haben wir das schon mal als erste Markierung so ein bisschen gemacht. Jetzt kommen wir natürlich ein bisschen hier so Deko, was wir uns reinhauen. Wir nehmen zuerst mal einmal den Bruchstein und wir haben ja, sag ich mal, jetzt schon diese Stufen gemacht. Immer an der Seite hier bei der zweiten Stufe schlagen wir dahinter mal sowas weg, dass wir uns jetzt, sag ich mal, mit unserem Bruchstein hier so ein kleines T uns einmal basteln wollen. Machen wir auf der anderen Seite genauso. Hier bei der zweiten Stufe, zack, 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 schlagen wir das mal weg, sodass wir uns hier so ein T basteln. Und dann setzen wir noch mal in der Mitte was. Wir lassen oben eine Betonreihe Platz und hier, zack, schlagen wir einfach mal auch nochmal zwei Bruchsteine rein. Jetzt wollen wir zu, ja, ein bisschen zur Deko kommen. Wir setzen jetzt hier in der Mitte erstmal an. Hier machen wir unser Wappen hin. Darunter machen wir dann, ups. So, darunter machen wir dann einfach hier mal einen Steinblock hin. Und darunter dann einfach nochmal zwei Treppen. So, dann haben wir schon mal das Wappen. Gehen dann einmal gleich zum, also vom Wappen aus, hier zur Seite. Vor unserem Bruchstein setzen wir mal so eine Treppe hin. Dann lassen wir einen Block Platz, nochmal eine Treppe hin. Und schon können wir die Stufen verwenden. Die wir, sag ich mal, hier so einfach noch so längs einmal hier so platzieren. Nur um dieses kleine Muster hier zu halten. Eigentlich relativ simpel. Einmal vom Bruchstein eine Treppe hin, Block freilassen, nochmal eine Treppe hin, zu den Stufen wechseln. Dann setzen wir hier so ringsrum, zack, zack, zack. Einfach noch ein paar Stufen, hier oben drauf auch nochmal zwei. Wunderbar. So, noch können wir es natürlich nicht abschließen. Jetzt fehlen noch ein paar kleine Feinheiten. Zum einen geht es erstmal ans Glas ran. Wir können es ja nicht hier ewig so freilassen. Und da könnt ihr jetzt einfach überall zwischen unseren Öffnungen hier, jetzt haben wir hier drei Öffnungen, einfach noch unsere Glasblöcke einmal hier lang ziehen. Und sobald wir dann, sag ich mal, hier unsere Eingänge, sag ich mal, geschlossen haben mit dem Glas,
geht's weiter mit dem, was als nächstes einfach ist, und zwar unsere Knöpfe. Die wollen wir wieder an unsere gemeißelten Blöcke hier einmal platzieren. Alle, die, sag ich mal, mit einem Knopf zu versehen sind, können wir machen. Sind eigentlich auch hier nur auf der Vorderfront. Die anderen Fronten sind ja alle durch unsere Decke, sag ich mal, hier verdeckt worden. Ja, und danach müssen wir nur noch unsere Figuren oben hin basteln. Einfach hier würde ich mal sagen, zack, setze ich mir einfach eine Eisenfalltür unten an der Treppe ran. Und dann könnt ihr da einfach drauf, zack, eure Rüstungsständer einmal platzieren. Die müsst ihr natürlich noch einmal anziehen. Ich empfehle einfach, um eure Statuen sich zu verkleiden, einfach ein Skelettschädel und dann komplett eine Eisenrüstung. Und fertig sind die zwei Figuren oben. Und dann kommen wir natürlich jetzt nur noch zur Rückseite. Ach, eine Sache vergesse ich immer. Hier vorne bei unserem Haupteingang setzen wir auch nochmal Eisenfalltüren, sag ich mal, hier in unsere Deko ein bisschen rein. Sieht einfach ein bisschen besser aus. So, jetzt haben wir es auch vorne abgeschlossen. Nun wollen wir aber auch mit der Rückseite beginnen. Da nehmen wir uns wieder ein paar Blöcke raus. Wir holen uns wieder unsere Steinblöcke raus. Davon Treppen und Stufen sind dabei. Denn die Steinziegelblöcke und Treppen und Stufen sind auch dabei. Denn wieder unsere schönen Mauern. Unsere gemeißelten Blöcke dürfen auch nicht fehlen. Und auch der Beton ist dabei. So, zuallererst geht's wie immer an unseren Grundriss. Wir fangen erstmal wieder mit ein paar schönen Steinsäulen. Ja, wir fangen einfach wieder an der Seite von unseren Mauern an. Setzen da einfach so einen schönen Vierer ran, der natürlich noch einmal nach vorne übersteht. Den machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 21 Blöcken. Wir zählen hier mal diesmal sicherheitshalber. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, 20 passt ja auch mit der Stufe. Aber diesmal machen wir es 21 Blöcke groß. So, das wird dann hier schon mal ein Vierer, den wir uns, sage ich mal, hier hochzeichnen. Und auf der anderen Seite machen wir auch uns gleich hier nochmal so einen Vierer ran. Und den machen wir natürlich auch auf 21 Blöcke. So, wir wissen ja schon von vorne, 20 Blöcke sind, sag ich mal, jetzt hier dieses Maß, sag ich mal hier, ups, auf der Stufenhöhe. Aber wir wollen uns diesmal einen größer machen, auf 21 Blöcke. So, dann können wir hier erstmal unsere Säulen so lang ziehen. Sobald wir unsere zwei Säulen dann auf 21 Blöcke oben haben, wollen wir natürlich noch zwei weitere in der Mitte hinsetzen. Die wollen wir aber von Abstand so etwa drei Blöcken hier einmal, nur auf eine Höhe von insgesamt 7 Blöcken uns machen. Können hier nochmal gucken, 7 Blöcke insgesamt, 3 unten, 3 oben, eine in der Mitte, wunderbar, 7. So, die machen wir halt nur auf 7 Blöcke hoch, halten Abstand zur Seite jeweils 3 und in der Mitte haben wir einen 4er Abstand. So, dann machen wir auch nochmal eine zweite Säule einfach mal hin auf 7 Blöcke. Und sobald wir die dann auch haben, würde ich mal sagen, nehmen wir einmal kurz unsere Steinblöcke einmal zur Hand und wollen uns vorne auch noch ein bisschen was basteln. Da lassen wir so einen Abstand von 3 Blöcke und können uns hier einmal so einen Vierer hinsetzen. Den können wir uns auch gleich schon auf eine zweite Höhe einmal ziehen. Das machen wir jetzt eigentlich hier bei jeder Säule, die wir haben. Also viermal immer 3 Blöcke Abstand lassen und hier gleich mal so zweimal so ein, ja, auf eine zweite Höhe einfach mal unseren Vierer hier einmal setzen. So, und auch noch ein viertes Mal. Wunderbar. Darauf können wir dann gleich schon mal unsere gemeißelten Blöcke einmal platzieren. Einfach komplett hier einmal rauf. So, und sobald wir unsere gemeißelten Blöcke drauf haben, nehmen wir nochmal unsere Steinblöcke. Können die mal auf den hintersten zwei hier einmal platzieren. Ziehen wir einmal bis nach oben hin, bis wir auf hier 21 Blöcke sind. Können die hier oben auch schon gerne einmal miteinander verbinden und hier das Ganze einmal stabilisieren. Auf der anderen Seite mache ich das synchron einfach mal mit, dass wir die hintersten zwei hier auf die gleiche Höhe ziehen, wie wir den, sage ich mal, hier schon oben haben. Oben können wir das gerne einmal hier so rüberziehen. Zack, fliegen runter, zweite Strebe auch nach oben. Und sobald wir das denn hier haben, fehlt natürlich noch die Mitte. Die wollen wir wieder aber nicht so ganz hochziehen. Die machen wir, sage ich mal, auf eine Höhe von insgesamt, ja gut, Blöcke habe ich jetzt nicht gezählt. Von daher, ich bin da wieder ein bisschen voll. Wir gucken einfach mal hier vom Glasfenster aus, was wir hier haben. Gehen hier einmal so rüber. Zack, und die drei kann ich noch weghauen. Dass wir, sage ich mal, die Strebe nur so hoch machen, wie wir, sage ich mal, jetzt hier, ups, das zweite Fenster haben. Wäre doch gar nicht mal so schlecht, wenn wir das doch zählen würden. Machen wir mal. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke einfach rauf. Ach, wunderbar. Haben wir auch eine Zahl, können wir was mit anfangen. Also 10 Blöcke einfach noch hier einmal hinten raufsetzen. Und damit soll es dann auch nicht gewesen sein. Jetzt fliegen wir mal zu den Seiten und lassen jetzt über unseren gemeißelten Blöcke 1, 2 Blöcke Platz. Und darüber können wir hier einmal die Wand komplett zuziehen und einmal bis nach oben zunudeln. Machen wir natürlich dann auch nochmal auf der anderen Seite. Einfach hier zwei Steinblöcke Platz lassen, können hier die Strebe rüberziehen und das Ganze einmal nach oben nudeln. Sobald wir es dann erstmal soweit haben, geht es jetzt einmal an unsere Steintreppen an. Und zwar wollen wir hier unten den Bereich schon mal ein bisschen zuziehen. Wir fangen einfach mal hier bei unserer Strebe, die wir hier unten gerade eben hier so lang gezogen haben, an. Setzen da einfach mal eine Treppe ran. So, darüber mache ich mir jetzt einfach mal, hups, einfach mal so eine Blockschicht, weil daran möchte ich mir nochmal eine Treppenreihe einfach mal ransetzen.
Daran kann ich dann gleich eine Stufenreihe setzen und so gehe ich dann einfach zur anderen Seite wieder runter, dass ich mir dann hier auch wieder einfach mal zwei Treppenreihen einfach mal mache. So. Ups, nicht so, sondern so einfach. Ups, na, treffe ich auch. So einfach mal. Diese Treppen können wir auch einmal komplett bis hier nach vorne so einmal zack ransetzen, dass es hier einfach glatt ist. So, mit den Stufen. Und das können wir jetzt eigentlich hier überall machen. Nur bei der Mitte müssen wir ein bisschen beachten, dass wir, sage ich mal, hier ein bisschen breiter haben. Von daher setzen wir dann oben statt nur einer Stufenreihe dann einfach zwei Stufenreihen da einfach lang. Und wir können auch, sage ich mal, die Treppen auch, sage ich mal, so einen Block, sage ich mal, hier von unserer Vierersäule auch noch einmal so platzieren. Ne, bevor dann, sage ich mal, hier natürlich dann unser Glasfront kommt. So, setzen wir dann natürlich auch nochmal hier die Stufen hin. Und dann formen wir uns hier gleich das nächste einmal. Zack, können wir hier gleich so einmal ansetzen. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer, wenn wir uns das hier gleich so ansetzen und einmal rüberziehen. Jawohl. Geht viel flüssiger. Und ganz oben, zack, nochmal eine Stufenschicht dran. Super. Sobald wir das dann jetzt einmal geschafft haben, wollen wir dann auch gleich mal oben, sage ich mal, den Kontrast ein bisschen besser hinzukriegen, schon mal unsere Mauern verwenden. Die setzen wir einmal natürlich auf unseren gemeißelten Blöcken hin und die können wir eigentlich so hochziehen, dass wir, sag ich mal, hier nochmal eine Blockreihe haben, wie wir die hatten. Oh, können wir die Mauern überall einmal hinsetzen. Das machen wir eigentlich auf jeden unserer Säulen einfach gleich hoch, dass wir uns die so hochziehen. Und sobald wir unsere Mauern drauf haben, können wir auf den Mauern dann einfach nochmal hier, zack, unsere gemeißelten Blöcke einmal drauf platzieren und wollen hier unten schon gleich mal unsere Fenster reinzeichnen. Wir nehmen nochmal unsere Steinblöcke und setzen jetzt auf den Treppen und Stufen, die wir hier haben, nochmal eine Steinblockreihe einfach mal rauf. Da können wir jetzt, würde ich mal sagen, nochmal Mauern an den Seiten platzieren. Und zwar 1, 2, 3, 4 sollten auch perfekt nur bis zu unserer Mauerhöhe hier kommen. So, das machen wir hier einfach mal überall bei unseren Fenstern. Einfach nur 4 Mauern hier auf jeder Seite. Und sobald wir natürlich unsere Mauern hier einmal platziert haben, wollen wir jetzt darüber nochmal eine weitere Steinblockreihe uns hier mal langziehen. So, die können wir hier komplett über unserem Fenster einmal verteilen und können dann jetzt noch eine dreiweitige Blockreihe, sag ich mal, auf unseren Steinziegelblöcken hier noch einmal platzieren. Die können wir natürlich selbstverständlich noch einmal rüberziehen hier zur anderen Seite. Halt einfach drei Ebenen, setzen wir nochmal hier vom Stein rauf. Und sobald wir die Mauer halt davor haben, geht es jetzt weiter mit unseren Steintreppen und Steinziegeltreppen. Ich glaube, mit den Ziegeltreppen fangen wir erstmal an. Und zwar immer jeweils hier über unseren gemeißelten Blöcken setzen wir einmal hier so eine Zweiertreppe einfach mal hin. Darauf können wir unsere Steinziegelblöcke machen und da setzen wir insgesamt jetzt einfach mal 4 Blöcke hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und 4. Können das dann hier einmal auf unseren ganzen Treppen einmal machen, unsere 4 Blöcke. Zack, wunderbar, zack, wunderbar und hier auch nochmal. So, sobald wir das denn haben, nehmen wir jetzt mal unsere Steintreppen, können die jetzt hier zwischen immer einmal platzieren und wollen denn hier drauf einfach mal insgesamt jetzt nur aber zwei Blöcke uns einmal hier platzieren. Da machen wir nicht vier, sondern einfach nur zwei Steinblöcke. So überall. Und setzen auf den Steinblöcken dann nochmal eine Steinstufe rauf. Ja. Treppe, zwei Blöcke und eine Stufe. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben sollten, sollten wir jetzt noch auf unseren Stein, also Steinziegelblöcken, noch drei weitere Blöcke platzieren können und stoßen perfekt hier oben einmal an. Ha, perfekt gezählt. So, die Seite hier können wir auch nochmal zuziehen. So, dann können wir jetzt einfach mal auf unseren Steinziegelblöcken nochmal drei weitere Steinblockreihen uns hier einmal platzieren. So, und wie gesagt, wenn ihr jetzt richtig gezählt haben solltet und alles passt, sollte es perfekt hier oben miteinander anstoßen. So, die Lücke hier an der Seite können wir ausfüllen. Und wollen dann natürlich auch noch die Flächen hier in der Mitte ausfüllen. So, die wollen wir aber nicht komplett ausfüllen, sondern einfach nur füllen wir jetzt hier hinter unseren Stufen insgesamt drei weitere Blockreihen da einfach hin. Obwohl, wir können da ruhig auf vier machen. Ne, komm, wir machen das komplett bis nach oben. So, wir machen das einmal komplett bis nach oben. Und zwar wollen wir dann hier ganz oben nochmal eine weitere Steinstufenreihe uns hier einmal platzieren. Hm, und ich glaube, da habe ich wieder was falsch gesagt. Und zwar, wir machen das ganz anders. So, wir nehmen erstmal unsere Betonreihe und setzen die einmal hier hinter erstmal lang bei unserer Stufenreihe. Das ist, glaube ich, erstmal der beste Schnitt, ne, dass wir die da einmal hintersetzen. Und dann können wir hier einfach mal unsere Steinblockreihen heraufsetzen, die dann natürlich jetzt bis einmal nach oben uns ziehen. Ne, komplett bis einmal nach oben hin. Zack, wunderbar, bis nach oben. Und können daran denn die Steinstufen setzen. So, jetzt ist es richtig. Genau. Ja, sobald wir das denn haben, geht es jetzt erstmal wieder weiter mit unseren Steinziegeltreppen und Stufen. Die wollen wir hier erstmal an der Seite nochmal platzieren. Und zwar gehen wir von dem aus, was wir, sage ich mal, hier schon haben. Hier könnt ihr gleich die Stufen einmal ransetzen. Die gerne komplett einmal bis zur anderen Seite so ziehen. Halt hier so perfekt aufs Maß. Andere Seite seht ihr ja, ob ihr ja perfekt ankommt. Jawohl, Stufe an Stufe. Darauf können wir jetzt wieder unsere Treppen hinsetzen. Aber jetzt aufgepasst, die Treppen machen wir jetzt nur so weit, wie, sage ich mir, wie das jetzt,
sag ich mal, hier zielt unseren Steinzige-Block haben. Ganz vorne lassen wir das Ganze einmal frei. Da setzen wir noch eine andere Fassade hin. Ne, an der Seite nur zack, hier bis zum ersten Block. Wunderbar. Darauf könnt ihr dann gerne auch nochmal eure Stufen setzen. Und hier einmal in der Ecke setzen wir unsere Mauern hin. Die könnt ihr einmal komplett bis nach oben uns dann einmal hier ziehen. Machen wir auf der anderen Seite natürlich auch nochmal hinterher. Also Stufen noch rauf und hier in der Ecke setzen wir einfach nochmal eine Mauer hin. So, komplett bis nach oben. So, sobald wir das haben, wollen wir jetzt natürlich hier in der Mitte auch noch ein bisschen Fassade uns platzieren. Dann nehmen wir einfach erstmal unsere Treppen, lassen eine Blockreihe Platz und dann setzen wir uns erstmal so zwei steinzige Treppen hin, die, sag ich mal, sich immer so angucken. Oder halt, ja, die sich halt wirklich angucken. So, die setzen wir erstmal überall hier vorne einmal hin. Halt insgesamt viermal kann man das ja machen. Und sobald wir das dann haben, lassen wir das erstmal in Ruhe und nehmen unsere steinzige Blöcke und können hier ab diesem steinzige Block, den wir haben, komplett einmal so eine Reihe hier auf die andere Seite ziehen. Ja. Und danach nehmen wir schon mal unsere steinzige Blöcke und können hier auf der Rückseite die Fläche hier einfach mal miteinander verbinden und alles, was jetzt hier oben noch frei ist, können wir einmal zuziehen. Sobald wir oben die Decke ausgeführt haben, nehmen wir halt noch immer oder bleiben bei unserem Steinblock und fliegen jetzt einmal zu den Seiten. Erinnerst du dich noch? Wir hatten ja hier an den Wänden, sag ich mal, hier 5 Stufen freigelassen. Ja? Oder 4 Stufen freigelassen, ne? So, wir haben ja eine schon besetzt, jetzt hier einmal mit unserer Mauer. Jetzt wollen wir dahinter einfach, zack, da müssen wir selber nochmal gucken, nicht, dass ich mich jetzt hier doch vertue. Nee, ist doch schon richtig, sodass wir jetzt hier einfach mal, einfach hier, zack, wir können das auch gerne, bis nach, obwohl, können wir das überhaupt bis nach vorne machen? Ich glaube, jetzt habe ich mich hier eben verguckt und zwar nehmen wir nochmal hier die Mauer weg. Oh, die müssen wir nochmal wegnehmen. Warum habe ich die jetzt schon hingesetzt? Dadurch kam ich jetzt schon leicht durcheinander. So, wir machen das hier nochmal weg. So, wir nehmen mal die Mauer hier an der Seite weg und können daran dann einfach 5 Blöcke einmal ransetzen. Ne, dann sollten wir hier perfekt 5 haben. So, jetzt passt das langsam. Hier an der Seite, die wir haben, machen wir das Ganze nur auf 2 Blöcke lang. Und den Rest hier machen wir auf eine Länge von 4x4, was wir hier haben. Ne, so ein 4x4 Feld. Das 4x4 Feld können wir auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke einmal machen. Ist eigentlich genau die gleiche Höhe, wie wir das hier haben. Ne, dann können wir einmal hier unser Viereck schon uns einmal hinzeichnen. So, und sobald wir unser Viereck haben, können wir jetzt einmal noch den Zweier nachziehen, um nicht jetzt durcheinander zu kommen. Und unseren Feder auszutauschen, müssen wir hier nochmal die Mauer hinsetzen. So, jetzt passt das Ganze. Jetzt ist es genauso, wie ich es haben wollte. So, auf unserem Viereck hier setzen wir dann auch wieder einmal unsere Treppen hier so zu ein Viereck einmal zusammen. Die Mitte können wir dann einmal mit Steinblöcken zuziehen. So, das wollen wir nochmal auf der anderen Seite machen. Jetzt machen wir es aber gleich richtig. Das heißt, erstmal nehmen wir nochmal die Mauer hier weg. Die hat hier gar nichts zu suchen. So, setzen dann hier unsere 5 Blöcke hin. Wir machen uns hier außen einmal so ein 4x4 Feld einfach mal hin. So, und hier an der Seite machen wir so einen Zweierblock hin. So, das Ganze können wir jetzt auf eine insgesamte 5er Höhe ziehen. Also hier gucken wir 1, 2, 3, 4, 5. Also genau wie wir, sag ich mal, die Fläche hier neben uns schon haben. Sobald wir es dann oben haben, setzen wir auch hier wieder auf unser Viereck. Einfach mal hier, zack, unsere Treppen einmal so zum Viereck. Können die Fläche hier einmal in der Mitte ausfüllen und lassen das Ganze erstmal in Ruhe. Ups, natürlich, ups, müssen wir hier, na, jetzt haue ich hier wieder alles kaputt. So, unsere Mauer dann natürlich noch einmal hinsetzen in der Ecke. Jetzt passt das Ganze auch. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir erstmal noch, muss ich mal kurz überlegen, was wir jetzt überhaupt machen. So, kleine Überlegung, wir machen erstmal noch ein paar Fenster oder hauen uns die erstmal frei. Wir fangen jetzt hier an der Seite einmal an. Wir lassen uns dann hier einfach 2 Blöcke Platz. Unten lassen wir uns da auch nochmal 2 Blöcke Platz. Dann schlagen wir uns hier so 1, 2 mal 3 Fenster rein. So schön in der Mitte, dass wir hier vorne und hinten 2 Blöcke haben. Unten auch nochmal 2. Ein Block Platz lassen und dann einfach hier so ein Zweierfenster rein. So, andere Seite können wir das genau gleich machen. Also, wir lassen jetzt ja an jeder Seite einfach 2 Blöcke komplett Platz und dann können wir so ein 2x3 Fenster uns hier einmal reinhauen, einen Block Platz lassen und nochmal so ein 2x2 Fenster rein. So, dann haben wir das schon erstmal ein bisschen vorbereitet. Jetzt geht es noch einmal oben aufs Dach. Und zwar, wir müssen nochmal kurz was weghauen. Und zwar, wir hatten ja, sage ich mal, hier an der Seite so ein Zweier hingesetzt. Den Zweier könnt ihr wieder runterhauen. Ja, also, ein bisschen runterhauen halt, ne? Sag ich mal, so wie auf dem Start jetzt hier, sage ich mal, wie jetzt hier den anderen gemacht haben auf 5. Ne, dann könnt ihr nochmal gerne runterhauen. Das war wieder falsch. So, ja, dann wollen wir jetzt, sag ich mal, hier drauf uns einmal unsere Steinstufen platzieren. Wir können das hier gern einmal hier schon mal als Rechteck uns einmal formen, so als vorgegebenes Maß, was wir hier dann so einmal haben. So, komplett hier einmal lang. Und dann lassen wir dieses Rechteck, was wir jetzt hier haben, noch einmal überstehen. Zu jeder Seite einfach hier komplett einmal, zack, lassen wir es überstehen. So, hier auch. Und auf der Vorderseite natürlich auch nochmal überstehen lassen. Wie wir dann hier natürlich auch wieder zurückgehen. So. Wenn wir das soweit haben, muss ich selber nochmal kurz schauen, nicht, dass wir jetzt hier die Blöcke zu früh aus der Hand legen.
Eine Sache habe ich noch gefunden, die wir machen können, oder zwei. Zum einen nehmen wir nochmal unsere Treppen zur Hand und können hier, wie wir es auf der Vorderseite hatten, so ein kleines Muster hier uns einmal reinhauen. Dann nehmen wir einfach unsere Treppen und Blöcke und formen uns das hier einfach so ein bisschen. Du kannst das natürlich jetzt auch machen, wie du möchtest. So hier so ein bisschen halt einfach so ein kleines Muster reinhauen mit den Treppen. Solltest dann einfach aufpassen, das was du jetzt, sag ich mal, hier reingehauen hast, musst du synchron dann auch natürlich auf die andere Seite einmal reinsetzen. Ne, dass das natürlich hier auch alles passt. So, dann hatte ich hier eine und dann mache ich mir hier eine und eine hier und nochmal auf der innenliegenden Seite mache ich mir auch noch eine. So, dann passt das schon mal. Jetzt können wir hier hinten noch die Fläche einmal zumachen. Die müsst ihr nicht komplett einmal zunudeln. Die müssen wir eigentlich nur auf so eine Fläche machen, dass wir, sag ich mal, das hier unten perfekt hier so haben wie den hier, ne? Auf der gleichen Höhe halt. Weil danach kommt ja später noch eine Decke rein und dann müsst ihr das ja nicht komplett hier zunudeln. Spart ihr euch ein bisschen Arbeit halt. So, sobald wir es hier zugenudelt haben, können wir, wenn wir möchten, auch noch hier über unsere Stufenreihe auch noch eine Blockschicht machen, ne? Und dann können wir dieses Blockmaterial mal wegtun und holen uns mal Neues raus. Und zwar brauchen wir eigentlich das, was wir schon die ganze Zeit so ein bisschen verwendet haben. So polierte Blöcke, Treppen und Stufen holen wir raus. Glas ist wieder dabei und Knöpfe. So, zuerst kommen wir mal zu dem Glas. Das wollen wir uns einmal unten hier komplett platzieren. Einfach jetzt hier genau an den Block ran, setzen wir uns das hier einmal hoch. Ich glaube, durch meine Markierung erkennt man das ja eigentlich ganz gut, wo natürlich das Glas hin soll. Das können wir hier zwischen den Türen halt oder zwischen den Öffnungen hier einmal setzen. Haben wir halt natürlich auch hier wieder drei Eingänge, die natürlich wieder zum Gebäude führen. So, die ziehen wir einmal komplett bis nach oben. So, sobald wir die natürlich hier einmal platziert haben, fehlen uns noch die weiteren Fenster, die wir hier haben. Die müssen wir natürlich auch wieder einmal bestücken mit komplett unseren Glasblöcken. Das heißt, wir setzen die einfach wieder innen drin einmal rein und können die schon mal nach oben ziehen. Nur, dass die Arbeit, sag ich mal, hier schon für die Fenster fertig ist. So, sehr schön. Sind die ganzen Glasfenster drin? Und ich habe gerade hier einen Fehler gesehen. Hier fehlen noch Treppen. Haha. So. Ja, nicht, dass wir das hier ein bisschen offen lassen, dass ihr hier da reingucken kann. Nee, sonst habe ich überall die Treppen gemacht. Okay. So, nächstes, was wir platzieren wollen, um diesen Block loszuwerden, sind die Steinknöpfe. Die verwenden wir wie immer bei unseren gemeißelten Blöcken. Das heißt, sie fliegt jetzt hier ein bisschen rum. Hier haben wir ein bisschen mehr Arbeit, uns die, sage ich mal, hier zu platzieren, weil da auch viele offen sind, die wir uns hier einmal halt hinsetzen können. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, nicht nur die unten uns einmal mit Knöpfen zu versehen, sondern auch oben haben wir welche. Und daher hier setzen wir auch nochmal die Knöpfe einmal ran. Und sobald wir die Knöpfe haben, kommen wir jetzt wieder zu unseren polierten Sachen. Erstmal machen wir eine einfache Sache. Und zwar hier oben drauf machen wir eigentlich genau, was wir jetzt, sage ich mal, vorne schon hatten. Das heißt, wir setzen erstmal hier zwei polierte Blockreihen einfach rauf. Darauf dann natürlich eine umgedrehte Treppenreihe, die, sage ich mal, hier so schön überall aneckt. Darauf dann nochmal eine normale Treppenreihe, die sich überall aneckt. Und darauf setzen wir einfach noch eine Stufenreihe. So. Und was wir hier schaffen, machen wir nochmal natürlich noch bei dieser Säule. Sobald wir das denn geschafft haben, geht es nochmal mit den Treppen und Stufen hier an der Seite einmal ran. Zuerst nehmen wir die Treppen, die setzen wir, wie wir es kennen, halt von unseren Fenstern einmal oben so einmal hin. Nehmen wir unsere Stufen, können hier einfach mal so dran, sag ich mal, fünfmal polierte Stufen setzen und setzen nochmal ein paar Stufen hier unten bei diesem Fenster ran. So, fertig ist die Arbeit. Natürlich müssen wir es natürlich noch auf der anderen Seite machen, nicht, dass wir es dann natürlich vergessen. Ich kann auch zuerst gerne meine fünf Stufen hier einmal platzieren, unten noch die Stufen hin und dann zwei Treppen noch über dem Fenster platzieren. So, jetzt haben wir natürlich einmal oben abgearbeitet, an den Seiten abgearbeitet. Jetzt fehlt noch komplett einmal die Vorderfront. Wir nehmen nochmal unsere Stufen und setzen jetzt einfach hier unter unserem Fenster nochmal hier, zack, so ein paar Stufenreihen einmal so lang. Wenn wir das da haben, nehmen wir nochmal unsere Treppen und Stufen und setzen uns hier oben drauf einfach so, einfach zwei Treppen auf und die anderen Treppen, die wir hatten, und dann nochmal zwei Stufen rauf. So, das ist dann der letzte Abschluss und dann haben wir die Rückseite auch fertig. Einfach nur noch hier die Treppen und Stufen einmal so schön als Fassade noch einmal platzieren. Zack, wunderbar. Zack und fertig. Hui, da haben wir wieder heute viel geschafft. Vorder- und Rückseite vom Eingang sind jetzt fertig. In der nächsten Folge werden wir das Gebäude dann auch abschließen. Du findest das wie immer natürlich hier überall verlinkt. Auch am Ende, zack, wenn, sag ich mal, der Abspann kommt, ist es verlinkt. Und dann kannst du dir das auch fertig basteln. Weil da fehlt dann nur noch jetzt die Decke drauf und natürlich die große Kuppel, die wir in der Mitte noch bauen werden. Und dann haben wir den Reichstag fertig. Ja, dann würde ich sagen, hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein. Tschüss.